Hallo, ihr lustigen Sternfahrer da draußen und herzlich willkommen hier bei der endlich befreiten Situation hier in Mass Effect Andromeda. Wir waren das letzte Mal hier so ein bisschen festgefahren in so einer Situation und ich habe es geschafft, da drüber zu springen, aber bitte fragt mich nicht, wie. Also ganz im Ernst, das habe ich nicht ganz verstanden, warum die einen jetzt hier so diese komische Einschränkung machen. Dass ich da plötzlich nicht mehr runterschanzen darf. Wisst ihr, da oben da kann ich runter YOLO und quasi 500 Meter und kein Problem. Aber wenn ich hier 20 Meter aus der Basis raushüpfen will, dann, oh, wird zurückgesetzt. Sollten die Designer vielleicht nochmal über diese Entscheidung nachdenken, finde ich jetzt persönlich. So, wir fahren jetzt endlich zur Tempest. Hat ja auch alle erwischt. Was, alle erwischt? Was auch immer. Hat ja auch lange genug gedauert. Oh, hier hat es tatsächlich keine Strahlung, so wie es aussieht, oder? Doch. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich davon erhalten soll. Windtauchbecken. Warte mal, wo führt mich denn dieser Weg hin? Zum nichts Sinnvollem zumindest. Also ich könnte jetzt zwar hier hochfahren, aber da ist ja nichts. Okay, also jetzt gehen wir wirklich zu unserem Raumschivili. Das wartet ja auch schon seit einer geraumen Zeit da unten. Okay. Da ist ein Shuttle einfach mal so am Rumfliegen. Gucken wir mal, was das hier ist. Lebenserhaltung ist stabil. Menschen. Was? Der hat einen Namen? Können die mit ihm reden? Ich bedauere, was passiert ist, Pathfinder. Ja, ich auch, aber warum kann ich nicht mit dir reden? Keine Ahnung. Lange Rede, kurzer Sinn. Lange genug jetzt hier gerade eben nichts getan. Wir machen uns jetzt hier auf den Weg in unser Schiffili. So. Ach, da starten es. Cool. Oh Mann. Ah, oh, schade, ich hätte mir gewünscht, dass ich reinlaufen kann. Oder kann ich das vielleicht sogar? Ja, Planeten verlassen. Sind im Steigflug. Atmosphärenaustritt erfolgt. Ich glaube, das waren wir schon eine ganze Weile, als sie das gesagt hat. Die Atmosphäre eines Planeten ist nämlich dünn wie so ein Hauch. Bevor wir mit der Besprechung beginnen, möchte ich PB und Drac noch ihre Quartiere zuweisen. Ich habe meinen Rucksack schon in die Küche gestellt. Ich würde gerne dort bleiben, falls das okay ist. Was? Und ich bin in einer der Rettungskapseln. Das ist mehr mein Ding. Das ist fantastisch. Willkommen an Bord. Irgendwelche Anmerkungen, Ryder? Ja, ein bisschen Disziplin muss schon sein. Das ist kein militärisches Schiff. Aber Regeln sind notwendig. Erfragen Sie künftig vorher das Protokoll. Reden wir über unseren Erfolg auf Eos. Wir haben unseren ersten richtigen Außenposten errichtet und darüber hinaus noch mehr geleistet. Wir haben die Relikte entdeckt und sind in ihr Gewölbe eingedrungen. Und wurden nicht getötet. Haben die Strahlenkrankheit überwunden. Sogar mehrfach. Und sind nicht gestorben. Wurden an jeder Ecke von Cat angegriffen. Und wurden wieder nicht getötet. Sie sollten die Messlatte für das, was als Erfolg gilt, wirklich etwas höher legen. Wollen wir vielleicht die kroganische Definition von Erfolg nehmen, durch die ihre Heimatwelt von ihren eigenen Leuten zerbombt wurde? Auch wieder wahr. Geilo. Konzentrieren wir uns auf die aktuelle Aufgabe. Den Blick genau. Nach vorn. Ich habe dazu nur eine Frage. Wann greifen wir das nächste Gewölbe an? Es sah aktiv aus. Wir müssen handeln. Langsam, langsam. Wir dürfen keinesfalls vorschnell handeln. Die Initiative hat Prioritäten. Das Team bestimmt, was gemacht wird. Genau genommen bestimmt der Pathfinder, was gemacht wird. Nur damit das klar ist. Mhm. Die Cora ist cool. Also, was brauchen Sie von uns, Ryder? Ich will, dass ihr erstmal miteinander auskommt. Lassen Sie uns einander freundlich behandeln und Vertrauen geben. In dieser Hölle eine Heimat für Zehntausende zu finden, ist stressig genug. Auch ohne Probleme miteinander. Verstanden, Boss. Kroganer sind bekannt dafür, gut mit anderen auszukommen. Aber ja. Nicht für ihre Bescheidenheit oder ihre präzise Selbsteinschätzung. Okay, zurück auf die Nexus. PB, Drac, lassen Sie sich von Lexi durchchecken.
Gute Besprechung. Die sind einfach mal so gegangen und haben uns stehen lassen. Super. Wir haben so viel Autorität hier. Ich freue mich total. Habe ich jetzt hier irgendjemand, mit dem ich reden kann? Nein. Verbesserungen. Verbesserungen sind selten im Material. Escape, um mehr zu erfahren. Ja, ja, ich weiß, dass ich da theoretisch Verbesserungen machen könnte. Will ich aber nicht. Einsatzteam ist bereit für eine Mission. Nett haben Sie es hier. Saubere Luft, Pflanzen. Das hilft mir beim Denken. Beschäftigt Sie etwas? Vielleicht. Macht Ihre Biotik das immer, wenn Sie vielleicht gestresst sind? Alles im Griff. Ich bin okay. Normalerweise passiert mir das nicht. Eine Jägerin sollte sich besser unter Kontrolle haben. Eine Jägerin? Ein anderes Wort für eine Asari-Elite-Soldatin. Ich war eine, vor der Initiative. Manche Dinge wirst du einfach nicht los. Wie den Verlust des alten Mannes. Interessant. Ja, da bleib ich nochmal dran. Wie kommt eine menschliche Soldatin zu den Asari? Wenn sie beweisen, dass ihre Biotik einen Truppentransporter in Stücke reißen kann, werden die Leute nervös. Komisch eigentlich. Die Allianz hat mich dann rasch zu einem speziesübergreifenden militärischen Programm versetzt. Nach Tessia, zu einer Jägerinneneinheit. Einer der wenigen Orte, wo meine Kräfte willkommen waren. Ihr Vater hat einen weiteren geschaffen. Sie waren seine Stellvertreterin. Waren Sie auch Freunde? Er war eher ein Mentor als ein Freund. Klar, er war ein mürrischer alter Bastard, aber damit konnte ich leben. Die Leute behandeln Genies, als wären sie aus Glas. Mir war egal, wie klug er war. Und ich glaube, das hat ihm gefallen. Es gibt zurzeit überall Verluste. Dad, die goldenen Welten. Ein Freund und Mentor, der sie dazu ausgebildet hat, ein Pathfinder zu sein. Als ich sagte, ich würde ihnen nicht im Weg stehen, war das ernst gemeint. Aber ich habe mich als rechte Hand ihres Vaters jahrelang vorbereitet. Und dann wählt er sie aus. Ein untrainierter Pathfinder soll so ein Chaos in Ordnung bringen. Was zum Teufel hat er sich dabei gedacht? Wird das ein Problem, Cora? Ich will keine Konkurrenz. Nur Antworten. Es ist, wie es ist. Das Beste, was ich jetzt tun kann, ist, ihnen zur Seite zu stehen und die Mission ihres Vaters am Leben zu erhalten. Vielleicht bekommen wir dann alle das, weshalb wir hergekommen sind. Hui, Herzchen. Das heißt, ich kann... Heißt das, ich kann mit der anbandeln? Ach, warum nicht? Sie und ich, Seite an Seite, das hört sich gut an. Seien Sie nicht charmant, wenn ich wütend auf Sie bin. Sind Sie das? Sie glühen gar nicht. Vielleicht ein bisschen errötet. Hören Sie. Wir haben nach wie vor die Mission und viele Träume, die wir wahr werden lassen müssen. Das wird nicht leicht werden. Selbst wenn, liegt ein riesiger Berg Arbeit vor uns. Mit harter Arbeit hatte ich noch nie ein Problem. Meine Biotik, dass ich denke wie eine Asari-Jägerin. Ich hatte nie ein Zuhause. Ich war nie mehr als ein nützlicher Freak. Die Initiative machte den Eindruck, anders zu sein, und sie wird anders sein, falls diese Mission Erfolg hat. Also werde ich dafür sorgen. Hier ist es schön ruhig, und ich kann mich um die Pflanzen kümmern, während ich arbeite. Als erstes müssen wir rausfinden, ob es Neuigkeiten über die Arche der Asari gibt. Ihr Wissen würde uns definitiv weiterhelfen. Wenn Sie reden wollen, ich bin hier. Cool. Sehr schön, reden wir doch gleich mal. Ryder? Tja, reden wir mal über die Arche. Wie geht die Suche nach der Arche der Asari voran? Nach der Lucinia? Wir überprüfen sämtliche eingehende Kommunikation. Bisher haben wir allerdings noch nichts Konkretes gefunden. Oh. Lernen wir sie erstmal kennen. Was haben Sie gemacht, während Sie Teil des Asari-Militärs waren? Ich war 4 Jahre bei einer Elite-Einheit, die sich Talanes Töchter nannte. Sie war Teil des speziesübergreifenden militärischen Integrationsprogramms des Rates. Ich schätze zwar, sie hatten beim Schutz des Arcturus-Portals eine aufregendere Zeit. Aber wir haben etwas Gutes getan. Selbst im Asari-Sektor war die Sicherung des Friedens ein Fulltime-Job.
Wie war Ihre Eliteeinheit so? Janae und ich waren die Frischlinge. Tatis war unsere erfahrene Scharfschützin. Kalia hat uns zusammengeflickt und Valenza hat zwischen den Gefechten gebetet. Unsere Kommandantin Nisira hat uns durch den gesamten Athenennebel und noch weiter geführt. Die Arbeit einer Jägerin hört nie auf. Wer würde sich denn mit der mächtigsten Spezies der Galaxie anlegen? Vor allem sie selbst. Terroristen, Kulte, abtrünnige Adat Yakshi, Dissidenten, die eine Abspaltung von der Citadel forderten. Die Asari sind schon durchs All gereist, als bei uns gerade das Römische Reich entstand. Trotzdem haben auch sie Probleme. Und dafür gibt es die Eliteeinheiten. Das macht absolut Sinn. Sie waren doch bei der Allianz, bevor Sie Jägerin wurden, oder? Wieso hatten Sie sich verpflichtet? Wegen meiner biotischen Fähigkeiten. Ich habe noch auf dem Frachter meiner Eltern gelebt, als sie sich zum ersten Mal gezeigt haben. Eine ungeschulte Biotikerin auf einem Raumschiff ist gefährlich. Aber wir konnten uns keinen Lehrer leisten. Die Allianz bot mir Implantate, eine Ausbildung, alles. Aber das ist Schnee von gestern. Sie sind dran. Erzählen Sie mir doch nochmal, was Sie nach Andromeda geführt hat. Ich hatte Jahre damit verbracht, zuzusehen, wie Pioniere die Arcturus-Massenportale durchquerten, um Ruhm zu erlangen, während ich zurückblieb. Dann ist die Karriere meines Vaters den Bach runtergegangen. Niemand wollte sich die Finger an seiner KI-Forschung verbrennen. Ich habe davon gehört. Das muss für Ihre Familie alles verändert haben. Ja, ich glaube, da braucht man einen Neuanfang. Wir mussten gemeinsam irgendwo neu anfangen. Oder zumindest so gemeinsam, wie wir eben konnten. Also Andromeda. Die Raiders. Keiner von ihnen denkt jemals in kleinen Dimensionen, oder? Ich glaube nicht. Oh mein Gott. Aber es macht auch Sinn, das mit den Asari, ne? Dass die halt auch immer noch ihre Probleme haben. Ich glaube, dass die traurige Wahrheit ist, dass auch wir Menschen niemals unsere Differenzen untereinander loswerden würden, werden. Wie auch immer. Hat sie Kriegsgeschichten? Nach 4 Jahren bei den Asari-Elite-Einheiten haben sie doch bestimmt ein paar spannende Kriegsgeschichten zu erzählen, oder? Nisira hat mal einen kroganischen Warlord mit einem Satz Spielkarten getötet. Was? Mit Spielkarten? Man kann offenbar daran ersticken. Wow. Das ist krass. Sind Sie mit jemandem hierher gekommen? Vielleicht mit jemandem, mit dem Sie gedient haben? Ich hatte meinen Spaß, wenn wir mal Landgang hatten. Aber das war nie etwas Ernstes. Asari-Jägerinnen sind experimentierfreudig. Aber ich war dort, um zu kämpfen. Nicht, um mich zu verlieben. Wie sieht's jetzt aus? Genau genommen sind Sie jetzt nicht mehr beim Militär. Ihnen entgeht auch nichts, oder? Oh, die Reaktion von ihr war auch gerade eben sehr vielsagend. Wir sehen uns später, Cora. Ich werde hier sein. Okay, alles klar, Leute. Dann gucken wir mal. Ich muss ganz, ganz kurz mal eine kleine Pause einlegen, aber ihr werdet es gar nicht bemerken. Bis gleich. So, und da bin ich auch wieder. Ich wollte eigentlich nur kurz mal eine Viertelstunde aufs Amt gehen und daraus wurde eine ganze Stunde. Nicht, weil ich so lange gewartet habe, sondern weil ich mich da verdammt gut unterhalten habe mit dem entsprechenden Mitarbeiter. War lustig. So, dafür habe ich jetzt auch schon zu Mittag gegessen. Schauen wir mal ganz, ganz kurz, was wir hier nochmal haben. Hier sollte ich doch eigentlich auch irgendwelche Forschungen machen können. Ja, scheinbar nicht. Egal, also wir machen jetzt auf jeden Fall das, was wir machen sollen. Wir gehen jetzt auf die Brücke und klären jetzt mal ein paar Dinge. Wir haben uns seit der Einweisung nicht mehr richtig unterhalten, oder? Nein, alles war so hektisch. Aber ich bin mir sicher, bald wird es wieder ruhiger. Schlimmer als auf der Nexus kann es ja nicht sein. Boah, das sieht so geil aus. Wir sehen sogar den Planeten. Ich rede mal jetzt mal mit Suvi. Mit der habe ich noch nie geredet. Scans der Geißel. Wie sich all diese dunkle Energie windet und gegen sich selbst wendet. Es ist atemberaubend. Ja, es liegt eine gewisse Schönheit in so etwas, das stimmt. Ja, auch wenn es ein Phänomen von eher düsterer Schönheit ist. Düstere Schönheit, das gefällt mir. Helios ist unglaublich, nicht wahr? Und damit meine ich nicht nur Konstrukte wie die Geißel oder die Reliktgewölbe. Ich meine alles. Es ist so fremdartig. Eine beständige Erinnerung an die göttliche Intelligenz hinter der gesamten Schöpfung.
göttliche Intelligenz, aha. Sie reden von einem Gott. Ja, ich glaube an eine höhere Macht. Ich weiß, es klingt vielleicht ein wenig seltsam. Aber ich bin Wissenschaftlerin, weil mich die Wissenschaft an etwas näher heranbringt, das größer ist als ich. Boah, ganz im Ernst, ich würde jetzt gerne hier eine Antwort haben. Ich persönlich bin mir da einfach nicht so ganz sicher. Wie soll ich das sagen? Ich bin nicht der Meinung, dass es keine höhere Macht geben kann. Ich bin aber der Meinung, dass es keine höhere Macht geben kann, so wie wir Menschen sie uns vorstellen. Das ist meine Meinung, aufgrund meiner wissenschaftlichen Vorkenntnis. Der ein oder andere weiß ja, ich bin auch Wissenschaftler. Zumindest war ich es noch bis vor kurzem. Und jetzt, ja, ich bin eigentlich eher so der Zweifler, aber ich finde es jetzt schade, dass man mir jetzt sozusagen hier eine von diesen beiden Antworten aufzwingt. Aber ganz im Ernst, da hätte ich immer noch die Möglichkeit einräume, dass es so etwas wie eine höhere Macht gibt. Jetzt nicht unbedingt göttlich in dem Sinne, so wie sie das sieht, sondern etwas Überdimensionales, sage ich mal, das sehe ich genauso. Ja, es hat schon was, sich etwas derart Erstaunlichem gegenüberzusehen, dass man einfach glauben will. Wow, es ist schön, jemanden zu begegnen, der es versteht. Ich musste mich schon so oft rechtfertigen. Als würde mein Glaube an das Göttliche meine Arbeit als Wissenschaftlerin in Frage stellen. Als könnte das Sakrale durch die Suche nach der Wahrheit herabgewürdigt werden. Ja, ein facettenreiches Team mag ich. Ich mag es, wenn nicht alle Mitglieder meines Teams dieselben Ansichten vertreten. Sehr schön. Apropos Team, ich sollte den Leuten auf der Nexus die neuesten Berichte schicken. Unterhalten wir uns später weiter? Ja. Ja, also wie gesagt, also sakral finde ich jetzt wieder ein bisschen arg übertrieben, wie sie das darstellt. Aber, naja, jedem das seine. Ich persönlich versuche das eigentlich immer sehr, sehr rational zu sehen. Also aufgrund der Tatsache, dass man ja weiß, dass es mehr Dimensionen gibt als nur drei, die wir wahrnehmen können. Beziehungsweise die vierte Dimension ist ja die Zeit, die können wir auch wahrnehmen. Aber die können wir halt nicht durchschreiten. Wir können sie im Grunde immer nur in eine Richtung durchschreiten. Gibt es halt, es gibt halt noch mehr Möglichkeiten, sage ich jetzt mal, was sich außerhalb von uns befindet. Nur für uns sehr, sehr schwer vorstellbar. Und wenn es so etwas Göttliches gibt oder was wir als Menschen als göttlich empfinden könnten, dann befindet sich das höchstwahrscheinlich auf dieser Ebene. Um das mal, also man könnte es mathematisch beschreiben, so mit Ableitung bzw. Integration und so weiter und so fort, aber ich glaube, da steigen die meisten geistig aus. Lassen wir das Thema einfach und reden mit Kallo. Freut mich, dass Sie vorbeikommen. Wenn es Sie nicht stört, behalte ich nebenbei unseren Vektor im Auge. Gute Idee. Ah, es gibt doch nichts Schöneres, als auf der Brücke seines eigenen Schiffes zu stehen, oder? Sie haben erwähnt, dass Sie am Design der Tempest beteiligt waren? Hauptsächlich als Testpilot. Der nemianische Schlund war fast eine adäquate Vorbereitung auf die Geißel. Aber natürlich war ein ganzes Team am Bau der Tempest beteiligt. Ich war lediglich der Einzige, der mit nach Helios kam. Weshalb? Was soll ich sagen? Wir haben unser Herzblut in ein Schiff gesteckt, das sein Potenzial erst in Andromeda ausschöpfen würde. Ich hätte am Ufer stehen und ihm zum Abschied nachwinken können oder dabei sein und miterleben, was passiert. Ich verstehe. Man verlässt eine gute Geschichte nicht mittendrin. Das Team fand es gut, dass einer von uns mitfliegt. Es fühlte sich richtig an nach allem, was wir auf uns genommen hatten. Ich weiß noch, wie Serena Zeile 2281 immer wieder umprogrammiert und dabei auf ihrem grünen Bleistift herumgekaut hat. Tion und O'Connell stritten über Gleichungen. Die Fingerabdrücke auf der Konsole. Drei Tropfen Kaffee in der Ecke. Das wissen Sie noch alles? Hm? Oh ja, Salarianer haben ein fotografisches Gedächtnis und meins ist ungewöhnlich präzise. Als würde meine Vergangenheit immer noch passieren. Aber ohne Krass. Salarianische Arche werden sie wohl kaum Gelegenheit zu einem Vergleich haben. Haben Sie auf der Nexus irgendwas über die Arche gehört? Kein Wort. Ist das nicht seltsam? Irgendwas müsste es doch geben. Ich schätze zwar Ihre Gesellschaft, aber ein bisschen einsam ist es ohne andere Salarianer schon. Kopf hoch, Kello. Wir haben schließlich Direktor Tern. Dieser arrogante kleine Bürokrat? Umso mehr Grund, die anderen zu finden. Ich sollte weitermachen. Aber danke, ich hatte schon befürchtet, die Tempest würde eingemottet, nachdem wir ihren Vater verloren hatten. Für das hier wurde sie gebaut. Sie hat es verdient, von einem Pathfinder befehligt zu werden. Sie können jederzeit vorbeikommen. Ich finde das geil. Er mag nicht mal er mag den Ten. Warte mal, eine Sache will ich jetzt nochmal gucken. Ich hab... Moment. Was? Ach, hier kann ich runter. Ja, das hätte man mir mal sagen können. Hallo.
Das sind ja ganz neue Zustände. Mach dem Pathfinder nicht zu viel Ärger. Ach, Rushan. Mit wem haben Sie geredet? Cash, Nexus-Stationsleiterin. Sie glaubt, sie kann mich rumkommandieren, nur weil sie meine Enkelin ist. Enkelin? Was? Sorry, das macht jetzt hier überhaupt gar keinen Sinn, diese Auswahlmöglichkeit. Kein Ärger klingt gut. Wie wär's, wenn wir uns daran halten? Cash sagte, nicht zu viel Ärger, Kleiner. Nicht kein Ärger. Die Cats sorgen schon dafür, dass es immer irgendwo Ärger gibt. Das ist nicht gerade beruhigend. Das Leben hier draußen ist beunruhigend. Aber daran gewöhnen Sie sich schon noch. Ist das alles, was Sie mitgebracht haben? Wenn die Vorräte knapp sind und man auf sich allein gestellt ist, lernt man, mit wenig auszukommen. Ja. Wir haben Vorräte. Ihre Leute müssen doch gewusst haben, was sie erwartet, als sie die Nexus verlassen haben. Klar, aber wir hatten auch nicht sonderlich viele Optionen. Nach der Meuterei hatten wir die Wahl, vor Tan zu kuschen oder unsere eigene Kolonie zu gründen. Die Entscheidung war einfach, trotz der Konsequenzen. Nicht alle Kroganer haben die Nexus verlassen. Ihre Enkelin ist geblieben. Ja, zum Glück. Ohne meine Rushan gäbe es vermutlich gar keine Station mehr, an der sie mit ihrem Schiff anlegen könnten. Und was mich angeht, ich bin hier draußen deutlich besser aufgehoben. Hier gibt's wenigstens immer was, worauf ich schießen kann. Aber die Nexus braucht doch die Kroganer. Ganz im Ernst, wir brauchen sie. Mit den Kroganern wäre auf der Nexus vieles anders gelaufen. Wenn wir unter diesen Umständen geblieben wären, hätte das nur zu einer weiteren Meuterei geführt. Hier draußen haben wir viel bessere Chancen, etwas Ordentliches hinzukriegen. Dagegen lässt sich nichts sagen. Ja, aber trotzdem sollte man versuchen zu kooperieren. Hey, wie geil. Das ist das Quartier des Pathfinders. Ihr Quartier. Sams Router ist auch da unten. Ach, cool. Ich kann mich hier anpassen. Ah. E-Mail-Terminal. Sonderlieferungslager. Was? Oh! Da bekomme ich jetzt mein Vorbestellerzeug her. Toll. Super. Ja, dann möchte ich mich mal ganz, ganz kurz mal hier umziehen, wenn das geht. Oder ist das nur rein optisch? Was ist das jetzt hier? Garderobe. Aha. Jacke? Nee, wir bleiben leger. Wir bleiben leger. Kurze Ärmel sind gerade eben angebracht. Ich habe gehört, im All ist warm. Das sind unsere E-Mails. Okay, jetzt weiß ich, wo ich die Rüstung herbekomme. Diese Weltraumforscher-Rüstung, die ich haben wollte. Schade, dass gerade keiner duscht. Hier schläft der Großteil der Crew. Gemütlich, was? Aber in ihrem Zimmer ist die Aussicht besser. Oh, wie süß. Guckt euch das mal an. Ernsthaft? Das ist Plants vs. Zombies da unten. Das ist ein Gimmick, ein Easter Egg. Plants vs. Zombies. Oh, wie süß. Gibt's da noch mehr davon in der Art? Ja, zumindest gerade eben nicht an der Stelle. Abendessen heute. Null Eintrag. Tut mir leid, Leute. Ich habe vergessen, dass wir uns abwechseln und die Hälfte der Ration ist noch nicht ausgepackt. Kallo. Kommentare. Kein Ding, Kallo. In der Küche stehen Suppe rechtsdrehend und linksdrehend für mich. Ja, siehste, ich sage ja linksdrehend, ne? Unsere Turianerin. Und Obstsalat. Geschrieben Vetra. Und wir wären beinahe ohne sie gestartet. Kallo. Finde ich sehr gut. Linksdrehend, rechtsdrehend. Ich habe gestern in der Nähe des Biolabors eine Kaffeetasse gefunden. Cooles Ding mit magnetischem Sockel. Klebte seitlich an einem Schott. Kommentare. Die gehören mir. Ich habe sie nur abgestellt, weil ich die Hände voll hatte. Suvi. Nächstes Mal bitte vorher austrinken, Cora. Im Moment nicht, aber... Warte mal. Will einer mit mir eine Couch schleppen? Im Moment nicht, aber sie bleiben auf meiner Liste. Vor allem, wenn sie biotisch sind und das Gewicht reduzieren können. Ich zahle später in Bier oder was immer wir finden, meint Liam. Kommentare. Ist das Ihr Ernst, Suvi? Ich scherze niemals, wenn es um bequeme 17 Möbel geht. Bequem ist nicht das richtige Wort, meint Vetra. Und
Sie sind doch nur neidisch auf den besten Platz im Haus, meint Liam. Nein, das hier ist kein Haus. Das sind Scherzkekse. Glückwunsch, Pathfinder Rider. Zur erfolgreichen Installation ihres Infoboards 3.4. Sie können sich jetzt selbst und ihre Crew über die aktuellsten Entwicklungen an Bord der Tempest auf dem Laufenden halten. Infoboard? Kommentare. Okay, ich habe für jeden ein Nutzerkonto eingerichtet. Viel Spaß damit, meint Cora. Wir können hier also alles posten, meint Liam. Alles, was die ganze Crew sehen soll, aber das Einfügen von Bildern habe ich deaktiviert, Cora. Ein Jammer. Oh ja, ich kann es aber, glaube ich, verstehen, warum er das gemacht hat. Ich habe die Zuweisungsfrisiere der Nexus fertiggestellt. Ein paar Details musste ich frisieren, aber sie sind jetzt beide offizielle Mitglieder des Pathfinder-Teams. Willkommen! Und Drake, ich wollte bei ihm noch nur offiziell sicher gehen, wegen dem, was ich gesagt habe, meint Cora. Kommentare. Nur die Ruhe, Harper. Die besten Kopfnüsse sieht man niemals kommen, meint Drake. Und ich werde es mir merken. Okay, ich glaube, da sind ein paar sehr, sehr schöne Diskussionen zwischen den Leuten immer wieder zu sehen. Boah, ich kann... Ernsthaft, ich kann da runter? Holy... Falls Sie mich suchen, ich bin im Rettungskapselraum. Das ist... Okay, das hier sind unsere... Ich bin hier gerade nur am Gucken. Da ist unser Fahrzeug. Ist das geilo? Den Aufzug kann ich aktivieren, wenn ich will. Oder auch einfach hier reingehen. Oh, hey, Pathfinder. Der Pathfinder ist bei dir? Lass mich ihm Hallo sagen. Na schön, aber blamier mich nicht. Ryder, das ist Cid, meine Schwester. Cid, Ryder. Ich hoffe, ich störe Sie nicht bei irgendwas Wichtigem. Überhaupt nicht. Wir sind so gut wie fertig. Warte, Ryder, ich wüsste gerne, ob... Also, ich weiß, es wirkt, als wäre ich einfach so an Bord Ihres Schiffes gegangen, ohne jede Erklärung. Ich hätte dasselbe getan, um von der Nexus runterzukommen. Das war nicht der Grund. Natürlich will ich die Galaxie erkunden, aber eigentlich bin ich hier, um zu arbeiten. Ich kenne jedes Mitglied der Besatzung. Ich weiß sogar, welche Aktoren Gil für das Schiff bevorzugt. Und was noch besser ist, ich weiß, wie man sie besorgt. Mit mir kann Ihre Crew das Beste aus sich herausholen. Hier ist seit Monaten alles nur schiefgegangen, Ryder. Aber jetzt, wo wir sie haben, haben wir da draußen eine Chance. Ganz im Ernst, ich möchte mit der nicht unbedingt anbandeln. Links und rechts drehen funktioniert nicht. Wir brauchen fähige Leute und es klingt, als wären sie das. Also, willkommen an Bord. Ja, wenn Sie jemanden brauchen, der Ihnen das besorgt, was Sie wollen und auf alles schießt, was Sie stört, bin ich genau die Richtige. Hier steht für uns alle viel auf dem Spiel. Wenn es weiter so läuft wie bisher, sind wir alle tot. Ich sollte mich jetzt auf die Suche nach Gils Aktoren machen. Ein paar inoffizielle Quellen anzapfen, wenn Sie verstehen. Alles klar. Bis später, ja? Bis später. Und wie gesagt, das mit dem Links- und Rechtsdrehen hat jetzt nichts mit Vorurteilen zu tun, sondern einfach nur so, ich muss nicht mit jeder Frau an Bord des Schiffes jetzt irgendwie eine Romanze anfangen. Manche Leute, wie sie zum Beispiel, die kann man auch einfach nur respektieren, die hat's drauf. Ganz im Ernst, also ich glaube, die hat's drauf. Da muss man nicht unbedingt quasi eine Romanze anfangen. Pathfinder, helfen Sie mir kurz? Ich weiß, es ist unüblich, aber dieser Ort braucht ein bisschen Gemütlichkeit. Und der Stoff zerstreut die Ladung einer frisierten Universalklinge. 6% Steigerung lasse ich mir nicht entgehen. Macht das überhaupt Sinn, was er gerade sagt? Nein, natürlich nicht. Was? Egal, braucht einen blöden Grund für die Genehmigung. So, haben wir jetzt endlich Zeit für unser Bier? Geil. Und nach 2 Jahren und einem Dutzend Suspendierungen habe ich einen Querausstieg aus der Truppe gemacht. Kopf zu sein war nicht das Richtige für mich, aber Spezialeinsätze, Leute aus Schwierigkeiten rauszuhauen, das hat gepasst. Sicher ist Tassel Ihnen bei einigen Friedensmissionen begegnet. Denken Sie oft an Ihre Zeit bei der Allianz zurück? Ganz, ganz kurz nur, bevor ich da jetzt was anklicke. Ich glaube, er ist wirklich eher so der Typ für die direkten, unkonventionellen Lösungen. Nicht nach Fahrplan, nicht nach Vorschrift, sondern Dinge müssen halt getan werden, weil sie getan werden müssen. Und da kann man jetzt nicht warten, bis irgendjemand, so ein Sesselpuper irgendwo, ein Jahr später sein Okay gibt. Ich glaube, das ist genau so ein Typ der Lehman. Ich mag solche Leute, die sind nützlich. Was war Hassel? Heavy Urban Search Terrain 1, der Beitrag der Erde zu einer speziesübergreifenden Katastrophenhilfeeinheit.
HUST-1. Aber Hassel sieht auf einem Abzeichen einfach besser aus. Wir waren alle Zivilisten, Veteranen im Ruhestand oder Penner wie ich. Ich hatte einen echt wilden Bart. So wie deine Haare auf dem Kopf. Ah, schmeckt gleich viel besser. Ich habe das alles hinter mir gelassen, als die Arbeit meines Vaters schiefgelaufen ist. Es ist ewig her. 600 Jahre, mehr oder weniger. Also, Pathfinder, warum sind Sie in Andromeda? Ganz direkt, hä? Ganz direkt. Ganz im Ernst, wenn ich die Möglichkeit hätte, mich einfrieren zu lassen, so wie die, oder meine gesamte Familie, ich würde mein gesamtes Geld aufs Sparkonto legen und dann mich einfach 600 Jahre lang einfrieren lassen, um dann wieder aufzustehen, um dann als Millionär wieder aufzuwachen. Zinseszins! Yeah! Wegen Gesellschaft wie dieser. Okay, ich kann offensichtlich eine homoerotische Beziehung zu Liam eingehen. Ist jetzt nicht unbedingt meins. Deswegen werde ich es auch nicht tun, aber wem es gefällt, ja. Ich musste einfach aus diesem Leben raus. Am Anfang ging es mir ums Abenteuer. Aber dann haben es mir die Schwierigkeiten meines Vaters unmöglich gemacht zu bleiben. Ich brauchte etwas Neues, aber dafür kam nur etwas in Frage, das so weit weg ist wie hier. Verstehe ich. Ein klarer Schnitt, der Klassiker. Zurück zu Ihnen, Costa. Wieso sind Sie hier? Ich würde gerne sagen, ich laufe von meiner Vergangenheit weg, aber eigentlich nur von mir selbst. Das wäre eine tolle Story. Aber es ist Blödsinn. Ich hatte meine Familie, Freunde, einen ordentlichen Job, alles lief gut. Dann habe ich von der Initiative gehört und an sie geglaubt. Ich habe an einen Neubeginn geglaubt. Und das tue ich immer noch. Ich muss es einfach. Es gibt kein Zurück. Stimmt, aber wir sind nicht in Entscheidungen aus einer anderen Galaxie gefangen. Gefangen? Wir haben einen guten Ort aus guten Gründen hinter uns gelassen. Wenn wir das im Kopf behalten, finden wir schon einen Weg. Auf das Wesentliche konzentrieren. Ein Neubeginn unter der Leitung des Pathfinders und seines Teams. Dafür werde ich mir den Arsch aufreißen. Ich mag den Typen, der ist cool. Die gesamte Crew ist eigentlich cool. Muss man wirklich so sagen. Also bis jetzt sind das wirklich richtig tolle Leute. Warte mal, kann ich hier hochklettern? Tatsache kann ich. Ja, dann hoch mit uns. Boah. Ich glaube, das nächste Mal nehme ich den Fahrstuhl. Einsatzteam ist bereit für eine Mission. Ja, aber wie mache ich das? Ach, nee, warte mal. Ah, Einsatzteam-Mission. Hier war ich auch noch nicht. Wird geladen. Apex-Mission. Wählen Sie, ob die Mission im Multiplayer absolviert oder in Einzelteam zuweisen möchten. Ah, okay. Drax, verschwundener Späher. Apex-Mission. Einsatzteams. Einsatzteams können entsandt werden, um Missionen zur Unterstützung der Andromeda-Initiative zu erfüllen. Im Erfolgsfall erhalten sie AP und Ryder erhält eine Belohnung. Scheitern sie, erhalten sie nur wenige EP und es gibt keine besondere Belohnung. Apex ist das beste Elite-Einsatzteam im Cluster und zuständig für kritische Missionen. Wählen Sie eine Mission und drücken Sie leer, um Apex loszuschicken. Ihr Fortschritt wird von dem Start des Multiplayer-Modus automatisch gespeichert. Sie übernehmen dann die Rolle eines Apex-Agenten in einem kleinen Trupp. Spielen Sie Apex-Missionen im Multiplayer mit Freunden oder in öffentlicher Spielersuche. Und um Einsatzteam-Belohnungen für Ryder sowie zusätzliche Boni zu erhalten. Schön, aber ich werde es nicht als Multiplayer machen. Das sprengt ein bisschen hier so meine Möglichkeiten. Lesen Sie die Beschreibung jeder Mission. Erfahren Sie, dass dabei gelten Ziel, die Belohnung im Erfolgsfall und bla 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 bla. Merkmale. Diese Missionen sind derzeit für Ihre Einsatzteams verfügbar. Dieses Symbol bezeichnet die Schwierigkeit der Mission. Okay, müssen wir mal durchgucken. Ja, was heißt das jetzt, wie schwer das ist? Heißt das jetzt Bronze? Apex-Mission. Benötigt 1 Stunde 21. Ablauf in... Ah. Okay. Ablauf in 8 Stunden. Ablauf in 12 Stunden. Ablauf... Drax verschwundene Speer. Ich wähle das jetzt halt einfach mal. Einsatzteam schicken. Drax verschwundene... 74% Erfolgschance. Benötigte Zeit. Einsatzteams Whisky. Und es läuft jetzt, so wie es aussieht. In 1 Stunde 21 wissen die Bescheid. Oder wissen wir Bescheid. Und was ist das jetzt? Kann ich da auch noch ein Einsatzteam schicken? Okay. Kann ich gerade eben nicht, weil ich nicht mehr Einsatzteams habe. Gut zu wissen. So, und wo sind jetzt hier angeblich...
Wo sind jetzt hier die Rettungskapseln? Die eine wollte doch unbedingt bei den Rettungskapseln sein, da die Dingens da, die Kirchens. Ach egal, ich werde es schon finden. Wir haben jetzt schon genug Zeit jetzt hier wieder verbracht. Es ist der Wahnsinn, was man... Also, es ist ein Rollenspiel, ne, Leute? Es ist normal. Es ist einfach normal, dass es halt einfach mal 1000 Jahre dauert hier alles. Boah, ey, das ist so geil. Das ist der Wahnsinn. Ich hätte sogar mal eine Ego-Sicht. So, jetzt müssen wir erstmal... Wie komme ich jetzt hier wieder weg? T. Ach nee, warte. Ich will hier einfach wegkommen. Ich möchte starten. Lebensfähigkeit Stufe 76%. Aufgabenbenennung der Toten. Schockbehandlung. Was? Schockbehandlung habe ich hier noch? Egal. Systemansicht. Anomalie auf den Sensoren. Was ist denn das da drüben? Nanook. Hä? Ah, jetzt fliegen wir dahin. Uiuiuiui. Boah, ist das mega. Ein Ringplanet. Bist du ein Gasriese? Sieht ganz so aus. Und jetzt? Scanner. Scannen. Irgendwas ist da. Fortschritt für Theas. Das ist eine Anomalie, aber wie finde ich die? Da ist irgendwas Rotes. Rot. Für was steht denn das? Für was steht denn das? Ist das die Richtung, in die ich gehen muss? Ich kann halt hier auch nichts machen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich hier machen soll. Ich rastere das Ganze jetzt mal ganz kurz mal so ein bisschen. Oder besser gesagt, ich scanne es quer. Ich weiß nicht, was ich mit diesem Ding hier machen soll. Anomalie auf den Sensoren. Ich gucke es mir erstmal mal. Wir machen jetzt diese Folge noch ganz kurz mal hier den Check, was hier diese ganzen Planeten so beinhalten. Was ich geil finde, ist, dass die wirklich realistische Sonnensysteme, so wie es aussieht, machen. Also wirklich nicht nur ein Planet, sondern halt wirklich eine ganze Ecke. Oh, das ist ein vulkanischer. So wie es aussieht. Was haben wir denn da Schönes? Tja, keine Ahnung. Ich glaube, so werde ich hier nichts finden. Wir scannen jetzt einfach mal die ganzen Planeten hier im System ab. Anomalie geortet. Keine Ahnung, was die mit Anomalie meinen. Ich glaube, mit Anomalie meinen die einfach die Planeten. So nach dem Motto, da ist etwas, da ist ein Massepunkt im All. Das ist, glaube ich, das, was die meinen. Boah, da hätte ein schwarzes Loch. Ja, nee, ist klar. Ui, der sieht aber cool aus. Anomalie geortet. Oh, Anomalie entdeckt. Sonde unterwegs. Satellit entdeckt. Was? Ein Satellit? Ein wissenschaftlicher Überwachungssatellit, der von der ersten Forschung auf EOS gestartet wurde. Obwohl seine Mission nach dem Scheitern der ursprünglichen Besiedlung von EOS abgebrochen wurde, konnte er wertvolle Daten über Dingens sammeln. Okay. 50 Milchstraßen Forschungsdaten. Cool. Cool. Dann Planet.
War es das jetzt hier schon? Scheinbar. Cool. Anomalie auf den Sensoren. Offensichtlich haben wir... Wir Anomalien jetzt hier das ganze Anomalienzeug mal aus. Vielleicht gibt es ja noch mehr von den Dingern. Mehr Forschungspunkte und so. Mega geil. Hier gibt es anscheinend keine Anomalie. Jetzt weiß ich wenigstens, wenn ich mal eine Anomalie überhaupt finde. Das wird mir Anomalie dann quasi... geortet. Das wird mir dann gleich von Anfang an angezeigt. Boah, ich liebe diesen Modus. Es ist einfach wunderschön. Wunderschön. Anomalie auf den Sensoren. Hier haben wir eine Anomalie. Ups. Halt. Da. Schicke Sonde aus. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Cool, Beryllium-Vorkommen. 119 Beryllium gesammelt. Cool. Das haben wir, glaube ich, jetzt hier schon eingesammelt. Ja, mehr kann ich hier nicht machen. Das haben wir ja jetzt schon. Gut, dann können wir tatsächlich... Anomalie auf den Sensoren. Ist das immer... Ach, das ist jetzt diese Anomalie. Oder? Ich gucke mal, ob ich einen anderen Landepunkt hier nochmal habe. Ich gehe nur mal gucken, ne? Wir haben ja noch eine Minute. Einfach, weil wir es wollen. Ui, mitten durch den Asteroiden-Dudel. Okay, hier gibt es nur noch die Landezone. Alles klar. Gut, liebe Leute. Dann gehen wir mal wieder... Anomalie auf den Sensoren. Ja, ich weiß. Dann gehen wir mal wieder raus. Und wir haben erst 87% hier gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, liebe Leute. Ich check dann mal ganz kurz hier die anderen Systeme. Macht's gut. Schöne Zeit. Tschüss und ade.